Wir fassen zusammen. Worst-Case-Verhalten ist also ein vernünftiges Maß für die Analyse von Algorithmen. Jetzt wissen wir aber trotzdem noch nicht, was ein effizienter Algorithmus ist. Versuchen wir mal noch was. Ein Algorithmus ist effizient, wenn er polynomiale Laufzeit hat. Was heißt das denn wohl? Klingt zumindest gut, ne? Was ist denn ein Polynom? Das haben sie doch bestimmt gemacht in der Mathematik. Also, das ist irgendwie sowas. N hoch, keine Ahnung, 27 plus 25 mal N hoch 4 minus 2 mal N plus 5. Ja, das ist ein Beispiel für ein Polynom in N. Ja? Meistens machen sie das irgendwie mit X als Unbekannte. Ja? Also irgendwie, wo sozusagen, wo ich so eine Unbekannte habe, die versehe ich halt mit so ein paar Exponenten und dann addiere ich die, beziehungsweise multipliziere die mit konstanten Faktoren, ja, und alles packe ich irgendwie zusammen zu einem sogenannten Polynom. Ja, und was heißt jetzt wohl polynomiale Laufzeit? Rechnen Sie mal 1 und 1 zusammen. Ich kann die Laufzeit irgendwie als Polynom in der Größe der Eingabe beschreiben. Genauso wie wir es eben gemacht haben. Ja, also mehr ist das nicht. Ja, hier haben wir quasi die Laufzeit im mittleren Fall, haben wir beschrieben als a n² plus b n plus c, und das ist ein Polynom. Mehr heißt das nicht. Also die Anzahl der Schritte oder Operationen kann durch ein Polynom t von n beschrieben werden, wobei n die Größe der Eingabe darstellt. Ja, und diese Forderung erfüllt im Prinzip auch die, ja, diese Forderung nach der Skalierbarkeit. Das heißt, wenn die Eingabe wächst, wächst Eingabe von, ich schreibe jetzt mal groß hin, um das ein bisschen zu unterscheiden, von n auf k mal n. Also wenn ich im Prinzip einfach die Eingabegröße mit einer Konstanten multipliziere, dann soll sich sozusagen der Algorithmus entsprechend verhalten. Also er soll sozusagen nicht die Komplexität verändern. Ein n-Quadrat-Algorithmus bleibt ein n-Quadrat-Algorithmus, egal wie groß die Eingabe ist. Ja, und wenn ich das hier mache beispielsweise, also wächst die Eingabe von n auf k mal n, für k eine natürliche Zahl, Zeichen für natürliche Zahlen, so wächst die Laufzeit, also wenn die Laufzeit vorher eine Konstante mal Eingabegröße mal hoch irgendein, auch eine Konstante, also ein Polynom, auf c mal k mal n hoch d, ja, also aus dem n hoch d wird ein k mal n hoch d, aber das hier, das ist selbst auch wieder eine Konstante. Das heißt, auch dieser Algorithmus, also der hat weiterhin die Laufzeit n hoch d. Ja, das hier vorne bildet zusammen wieder eine Konstante. Ja, das ist konstant, weil k ist konstant, das d ist konstant. Das heißt, der ändert die Komplexitätsklasse nicht. Jetzt habe ich ja eigentlich schon einen Begriff verwendet, den habe ich noch gar nicht richtig eingeführt, Komplexitätsklasse. Komplexitätsklasse ist einfach, ich fasse sozusagen die Algorithmen zusammen, die das gleiche Laufzeitverhalten haben. Beispielsweise die Komplexitätsklasse n Quadrat heißt sozusagen alle Algorithmen, die genau diese Laufzeit haben. Und wir hatten beim letzten Mal schon so eine Zahl von, also so eine Tabelle mit Laufzeiten. Und das sind beispielsweise so typische Laufzeiten. Ja, hier haben wir lineare Laufzeit und wir haben hier einfach Probleme der Größe von 10 bis 1 Million. Und ich gehe hier von aus, das habe ich mir aus einem Buch kopiert, 1 Million Instruktionen pro Sekunde. Und jetzt haben wir eine lineare Laufzeit. Was heißt das? Wenn ich beispielsweise eine Problemgröße 1 Million habe, dann haben wir ungefähr eine Laufzeit von 1 Sekunde. So ganz grob überschlagen. Wenn ich die Laufzeit n log n habe, ja, das ist ja das Ding, was wir letztes Mal beim Merge Sort hatten, kleiner 1 Sekunde, dann sind wir hier schon bei 20 Sekunden. N Quadrat. Wir sehen schon, das geht ganz schön nach oben ab. Da rechnen wir schon 12 Tage. Und jetzt nehmen wir mal, ach ja, hier n hoch 3 lassen wir einfach mal aus. Jetzt nehmen wir einfach mal eine Laufzeit, sogenannte exponentielle Laufzeit. Das heißt, die Größe der Eingabe kommt nicht unten in der Basis vor, sondern oben im Exponenten. Nehmen wir mal hier einfach 2 hoch n. Ja, irgendwie relativ kleine Basis. Und dann steht hier so ganz lapidar very long. Very long steht aber
wenn die Laufzeit 10 auf 25 Jahre überschreitet. Das ist irgendwie ziemlich lange. Also es ist schon ein ziemlicher Unterschied, ob ich so eine Laufzeit habe, n log n oder von mir aus auch n Quadrat, oder ob ich sowas habe, ob ich die Größe der Eingabe im Exponenten stehen habe. Viele Algorithmen, die uns begegnen werden, die spielen sich so in dem Bereich ab hier n Quadrat, vielleicht auch mal n hoch 3, also sagen wir so bis hier. Ja, das wird irgendwie so das sein, was man typischerweise, wofür man sich typischerweise interessiert. Aber es gibt auch Algorithmen, die verhalten sich irgendwie gegenläufig. Also jetzt für den praktischen Einsatz. Es gibt beispielsweise Algorithmen, die haben ein exponentielles Worst-Case-Verhalten, werden aber trotzdem in der Praxis eingesetzt. Einfach weil sozusagen diese Worst-Case-Szenarien, da hat man halt sich sehr genau Gedanken gemacht, was die für ein Eingabeverhalten haben oder was für Probleme im praktischen Einsatz auftauchen. Ja, und diese praktisch relevanten Probleme führen halt nicht zu diesem Worst-Case-Verhalten, sondern haben sie halt auch eine gutmütige Laufzeit. Ja, und sozusagen die Worst-Cases treten halt in der Praxis nicht auf. Beispiele, es gibt Algorithmen. Haben Sie in der Mathematik was gemacht mit linearer Optimierung? Vermutlich nicht, glaube ich nicht. Das sind so Optimierungsprobleme. Sie haben eine Reihe von Möglichkeiten oder von Lösungsmöglichkeiten und Sie suchen halt sozusagen die bestmögliche. Und die ganzen Randbedingungen, das sind halt lineare Gleichungen. Ja, und ein Algorithmus, um derartige Probleme zu lösen, ist der sogenannte Simplex-Algorithmus. Und für den hat man beispielsweise nachgewiesen, dass der ein exponentielles Worst-Case-Verhalten hat, ja, aber das halt, sag ich mal, sehr, sehr artifizielle Probleme sind, ja, und die sozusagen in der Praxis nicht zum Einsatz kommen. Ja, das heißt, der wird schon in der Praxis eingesetzt. Andererseits gibt es aber auch Algorithmen, die haben polynomiale Laufzeit, aber da sind halt die Konstanten sehr, sehr groß, nämlich auch genau hier für diese Probleme, für diese linearen Optimierungsprobleme gibt es Algorithmen, sodass sozusagen dieser eigentlich schlechtere Algorithmus den besseren Algorithmus in der Praxis schlägt. Ja. Aber das ist sozusagen das grobe Maß, was irgendwie anzustreben ist. Polynomiale Laufzeit, ja, und natürlich irgendwie so die Konstanten bzw. die Exponenten halt schon relativ klein.